Hallo und herzlich willkommen hier miteinander zu einem neuen Video Tavern Brawl. Und ja, was gibt's Neues? Ich habe hier einen neuen Helden. Den bekommt man, wenn man einen Freund wirbt. Und zwar für den Schamanen gibt es hier einen neuen Referral Friend Belohnung. Und das ist hier Morgul the Oracle. Ja, könnten wir Make Favorite machen. Machen wir auch. Da freut man ja. Als Schamane. Ja. Wir starten allerdings in den Tavern Brawl rein. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Pech. Kommt halt drauf an. Servant of Yogg-Saron Tryouts und ja, man wählt hier einfach eine Klasse und bekommt dann halt ein Random Deck zugelost. Ich schaue mal gerade rein in meine Dailies. Was haben wir hier? Druide Rogue oder Druide Rogue? Ja, ist eigentlich egal. Ich spiele aber besser den Druiden lieber als den Rogue. Von daher picken wir hier einfach mal den Rogue. Ich finde sowieso noch ein paar XP bis Level 60. Und hier Random Deck, Random Lina. Man kann nichts auswählen und nur wenn man Lina spielt, castet er halt irgendwie einen komischen Zauber. Da haben wir auch hier diesen Morgul the Oracle als Gegner. Ja, Milhouse Mana Storm können wir auf jeden Fall keepen. Jungle Moonkin, nicht ganz so cool. Der Dark Arakur ist aber relativ nice. Das Problem ist, er ist auch relativ teuer. Ja, ich keep die Hand einfach mal so. Ich weiß ja nicht, was drin ist. Und ich meine, es könnte halt noch schlimmer werden. Deswegen lassen wir es erstmal so. Ich denke, er wird nicht viele Spells haben, er wird wahrscheinlich auch nur Minions haben wie ich, von daher denke ich, ist Milhouse Mana Storm auf jeden Fall vollkommen okay. Jo, nice Step. Mal gucken. Mana Storm. Oh, bitte Windfury auf mein Milhouse, jawohl. Wenn das nicht OP ist, Alter, dann weiß ich es auch nicht. Also, das könnte schon der Win sein. Müssen wir jetzt abwarten, was passiert. Oh, come on, echt. Ach, komm schon mal, was soll denn der Scheiß? Nein, das meine ich damit. Es ist halt komplett random und man weiß einfach nicht, was passiert. Wall of Spiders finde ich jawohl. Das gefällt mir. Next Turn auf jeden Fall Jungle Moonkin. Mal gucken, was der jetzt spielt. Er ist halt einfach. Ich fand das Tavern Brawl. Er ist halt lustig gedacht. Ist er auch vielleicht lustig, aber. Er ist halt einfach viel zu random. Ja. Und da kriegt er einfach mal ganz viele neue Minions dazu. Ja, und ich werde halt. Den hier spielen, ist auch klar. Ist halt die Frage, wie machen wir das jetzt hier am sinnvollsten? Ich werde auf jeden Fall ein paar hier vom Board runternehmen. Von seinen Damage-Karten. Und dann lege ich einfach den Jungle Moonkin und ich hoffe am besten Flamespray auf seinem Board. Jo, den Coin. Echt nice. Ja, mal schauen. Was macht der? Flash wieder auf mich. Jawohl, auf den Gegner. So bescheuert. Ja, also. Wie gesagt, das Tavern Brawl, du brauchst eigentlich nicht nachdenken. Du musst einfach immer nur scheiß Gegner aufs Board werfen und hoffen, dass hier halt irgendwie, dass du dich halt durchschlagst. Also das ist halt einfach nur Rumgelacke. Ich meine. Stehe ich drüber, aber. Ja, verstehe nicht. Hätte ich mit meinem Style getradet. Um halt ein bisschen Board zu keepen, ne? Und halt, ja, und natürlich kriegt er jetzt hier den Vierer-Buff auch noch. Ja, so die Mega-Alternativen haben wir gerade nicht. Ich kann halt versuchen, ihn im Stealth zu legen und dann nach irgendwas wegzunehmen.
Ja, wow. Episch, episch, ein Damage drauf. Na, wir kriegen zumindest kriegen gleich den einen von beiden von den 2-4er, 2-5er weg. Schon mal etwas. Ob es mir noch hilft, ist halt die andere Frage, wahrscheinlich nicht. Oder sprintet der einfach mal, also. Sprint einfach mal gratis. Da kann man halt nicht viel machen, wenn es so läuft. Ich werde jetzt hingehen auf jeden Fall den hier wegtraden. Immerhin mal was Brauchbares. Hier geht natürlich ein Face, war klar. Muss ja ein Face holen sonst, ne? Na egal, noch ist es machbar. Ich kann am nächsten Turn kann ich noch einen Taunt bringen. Zusammen mit dem Haunted Creeper oder. Ja, doch Haunted Creeper definitiv. Bash auf sich selber. Ja, natürlich wieder auf mein Face, ist klar. Tja. Spielen wir mal den Druid of the Claw, schauen was passiert. Circle of Feeling, ja genau. Na, da hätte ich doch besser vorher attackt. Man weiß es halt nie, hätte auch genauso gut einen Flame Strike sein können, oder weiß ich was. Oder hier eine Elemental Destruction, auch möglich. So, aber ich werde jetzt hier lieber den Swamboost spielen, er wird wahrscheinlich sowieso keine. Oh, mit Wall. Das ist eigentlich relativ nice. Jetzt habe ich eine Chance von 40%, dass einer meiner beiden Fronts es überlebt. Aber natürlich nicht. Warum sollte das auch passieren? So schwachsinnig. So schwachsinnig dieses Brawl. Dieses Tavern Brawl. Also viel Damage wird er ja noch zusammenkriegen. Wahrscheinlich einfach einen Minion legen und viel Damage auf mich. Ja, ist egal. Ja. So viel zu diesem Tavern Brawl. Ihr seht, das ist ultimativ behindert. Ich habe es schon einmal auf dem anderen Server getestet und habe dort ähnlich halt einfach Never Lucky gewesen und es nervt halt einfach, weil das hat halt absolut gar nichts mit Skill zu tun, dieses Brawl und ne, ich weiß es nicht. Entweder die ganzen Spells gehen für dich oder die gehen gegen dich, aber in der Regel gehen sie halt immer gegen mich und keine Ahnung. Ist halt echt nervig. Ich meine, okay, es ist halt. Macht er halt 3-4 Mal, dann habt ihr euer Pack halt auch, ne? Wenn ihr auch so never lucky seid wie ich, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch das Brawl gemacht habt und ob ihr da genauso ein Pech oder doch voll das Glück hattet. Aber das ist mal eine gute Hand, auf jeden Fall. Da kann man mit arbeiten. Turn 2, Turn 3, Turn 4, alles schon am Start. Wäre jetzt schon, wenn ich noch einen Turn 2 nachziehe. Also eine Zweierkarte und eine Einserkarte nachziehe. Ansonsten kann ich natürlich auch den Druid auf das selber reincoin für Turn 1. Muss man mal schauen, was unser Gegner hier macht. Ob da auch noch irgendwann mal ja, mal fertig wird. Vielleicht ist er auch AFK, keine Ahnung. Verstehe ich auch nie, warum Leute anmelden, wenn sie AFK gehen. Wäre mir aber auch recht. Ich meine. Okay, er ist da. Hat anscheinend alle Karten behalten. Hat hoffentlich auch keinen Einsatz verfügbar. Und ja. Ja, ist trotzdem okay. Selbst wenn ich jetzt keinen Zweier-Turn nachziehen würde, kann ich immerhin noch Hero powern und habe von Anfang an Board. So, er überlegt jetzt eine halbe Ewigkeit, hat nichts, macht nichts. Dann coinen wir hier unseren Charger rein. Nee, Charger, wir coinen hier den Panther im 3-2 Stealth. Oh, und ein Death Rattle kriegen wir noch. Oh, so schade. Ja, wir hätten jetzt noch einen Death Rattle Effekt oben drauf gekriegt. Hat nicht sollen sein.
weil er sich halt transformiert, der Diener. Ja, er hat die Hero Power, ich Hero Power ebenso. Aber er hat einen goldenen Warlock, das heißt eigentlich, er müsste eigentlich wissen, was er macht. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe jetzt mal, dass er einfach mal Hard Never Luck hier ist. Okay, krieg ich erstmal 5 Armor. Und ja, der ist getriggert. Ja, Baron Geddon wird schon ein Hühnchen. Sehr schön. Ja, ich meine, okay, vielleicht sogar beabsichtigt. Wer weiß. Ja, wir facen jetzt hier einfach rein. Jawohl, optimal. So muss das sein. Und so gewinnt man das, ne? Aber null Skill, einfach nur lucky. Ich hoffe jetzt mal, mit dem nächsten Diener haut er sich wieder ein Eigentor rein. Das ist halt lustig, wenn, ne? Wenn man auf der anderen Seite spielt, ne? Und jetzt weil es halt immer gegen den Gegner sind, dann ist es natürlich auch extrem lustig. Tja, und jetzt überlegt er. Was machen wir im nächsten Turn? Wir spielen Elise. Elise Star Seeker. Definitiv. Das ist einfach der stärkste Minion, denke ich. Es sei denn, passiert jetzt irgendwas ganz Merkwürdiges. Muss man abwarten. Dann könnte eventuell auch der Evil Heckler nochmal eine Option sein. Aber unser Gegner hier ist nicht gerade der schnellste. Blade Fury 5-0. Ohne Mistress of Pain. Shadow Madness. Ja, es geht einmal mein Panther rüber. Ja, das war jetzt mal wieder so eine Never Lucky Aktion. Deal 1 Damage to all Minions. Das ist eigentlich schon mal okay. Ja, definitiv okay. Er dann weg. Elise. Healing Wave. Bitte nicht auf ihn. Aviana, ich hab's gewonnen. Das heißt, sie müsste auf mich gehen. Oder auf den Minion oder was weiß ich. Keine Ahnung. Oh, das ist gerade der Nummer 2. Spielt einen verbündeten Healing auf mich. Und er fällt aber nicht. Das ist interessant. Ja, wenn das so ist, dann spielen wir hier den Evil Heckler. Dann kann er da nämlich direkt reintraden. Short Steal für mich. Sehr schön. Und oh, das sind aber keine schönen Karten, die er hier hat, ey. Aber schon schönere bei ihm gesehen. Hier im Discard war auch hier Troxau dabei. Den Gannon hat er sich selber gekillt. I bleed for Cthulhu. Blood Warriors. Okay. Oh, ich krieg auch keinen Buff. Ja. Okay. Win? Fragezeichen. Warum macht er das? Er wird ja immer äußerst merkwürdig. Warum er das gemacht hat, verstehe ich nicht. Ja, Beast könnte eine Option sein. Auf jeden Fall. Wir könnten ihn auch als Charger spielen. Wir könnten mit ihr. Ja, True Heart ist verlockend, weil der Bonus, der bleibt halt über das ganze Game erhalten. Aber ich meine, in den nächsten beiden Turns komme ich noch nicht dazu. Also ich denke mal, hier das Beast ist definitiv. Voll auf. Sie. Ah, schade. Andere wäre mir natürlich lieber gewesen. Aber mit dem Grace Worshipper kriegt er halt den 97er eh nicht gekillt. Da brauchen wir uns erstmal noch keine Sorgen machen. Legendary Seeker mit einer Lightbomb. Oh mein Gott. Das sind quasi. Lol, er macht voll den Feed. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm.
So, mal schauen, was machen wir denn? Ich denke mal, wir werden jetzt hier auch mal ein paar krasse Sachen machen. Was können wir machen? Ich würde eigentlich gerne sie, das heißt, ich kann dann Dreier legen. Aber der Dreier lohnt sich nicht. Den hier kann er auch killen. Ja, wobei er kriegt nicht beide weg. Ohne weiteres. Mortal Coil auf ihn. Ja, lohnt den nicht vom Bord zu nehmen. Ich meine, er stirbt dann halt. Aber naja. Mistress of Pain. Was macht sie? Mind Blast auf den Gegner. Schön. Und dann gehen wir hin und spielen. Spielen den hier noch. Oh, Robo auf. Jawohl. Sehr schön. Ja, Frobo, der war richtig gut. Ja, Frobo, der war richtig gut. Weil jetzt kann er nämlich mit den beiden Bäumchen traden. Und das bringt ihm halt einfach gar nichts. Und jetzt lohnt sich auch Justika, weil dann kann ich mit dem Panther zusammen den 4-5er Baum vom Bord nehmen. Jetzt sieht es wieder alles ein wenig schöner aus. Und auf Turn 9 können wir hingehen und Szenarios legen. Aber erstmal abwarten, was er jetzt spielt und was passiert. Ich hoffe mal, er castet sich selber sein Board kaputt. Das wäre natürlich optimal, wenn er einen Flamestrike auf sich selber spielt. Mit dem nächsten Diener, den er legt. Also, wenn ich er wäre, ich würde erst attacken. Weil das ist so gefährlich jetzt, dass er sich da selber das Board wegschrottet. Und dadurch, dass er jetzt so lange wartet, macht er sich nicht einfacher, weil er kann dann einfach nicht mehr reagieren. Oder er ist jetzt AFK gegangen, weil er traurig ist. Kann natürlich auch sein. Call of the Wild. Oh mein Gott, für ihn. Das darf nicht wahr sein. Was denn? Scheiße. Ah, war ja klar. Ja, klar. Ja, wir könnten silenzen. Ja. Es sieht nicht gut aus. Ja. Was soll's. Shield Slam für 0. Vorrang. Also mal praktisch, ey. Komm, sie wird sogar noch mitgetauntet. Optimal, ey. Das war jetzt auch nicht ganz wie geplant, schätze ich. Nice. Oh, Jaraxxus. Das ist ihm vollkommen egal, da schmeißt er den Jaraxxus. Und ich hoffe, er knallt seinen ganzen Bot weg. Okay, er hat nur ein Secret gegeben. Leider. Sieht schon wieder scheiße aus, um ehrlich zu sein. Ja, Brothers, ja, das wirkt halt einfach nichts. Ja, wenn ich den jetzt zum Board nehme, bringt es mir auch nichts. Also ich kann besser hier noch ein Minion aufs Board werfen, hoffen, dass sein ganz Board gefickt wird. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das können wir auch conceden. Ist verloren. Embrace the Shadows. Sieht man eigentlich auch relativ selten den Effekt. Ja, und wie ihr seht, wir sind schon 20 Minuten an diesem Scheiß-Ball dran.
Und er ist halt einfach komplett random. Na, also, natürlich hat der Gegner auch natürlich Charaxus im Deck. Zieht ihn auch mit den ersten 10 Karten. Das ist total behindert, aber. Egal. So. Ja, Fandral und den Adult Grizzly keepen wir einfach mal. Das sind eigentlich zwei richtig coole Karten. Ja, da kriegen wir natürlich erstmal direkt wieder nur Schrott, aber was soll's. Sind wir ja gewohnt, ne? Als ob hier schon jemals irgendwas Besseres gekommen wäre. Nö, hier machen wir erstmal nichts. Und die legen wir Turn 2, Turn 3, Turn 4. Das Schöne ist, er kriegt halt beide Effekte. Höchstwahrscheinlich, wenn es klappt. Wenn es klappt, kriegt er beide Effekte. Ja, und er konnte sogar hier schon wieder nichts machen. Ja, hier können wir gucken, dass wir noch ein paar Dragons finden. Boah, das ist natürlich cool. Ja, den haben wir ja auch. Fist of Trash. Ja, natürlich. Natürlich zerstört es instant meinen Diener. Was auch sonst. Ja, jetzt müssen wir halt eigentlich schon gucken, dass wir hingehen und irgendwas dagegen unternehmen. Und ich bin dafür, dass wir hier mit Old Murk einfach hingehen und den wegtraden. Bitte für mich, jawohl. Da ist nämlich noch da, ne, also. Spells gehen ja eigentlich fast immer gegen mich, aber. Okay, Jungle Moonkin und jawohl, sehr schön, sehr schön. So lobe ich mir das. Wir legen jetzt hier Fandral. War Zeit für mich. Jo, nice, läuft. Ja, das sieht jetzt mal nach einem Win aus. Also, wenn ich das noch verliere, dann weiß ich es auch nicht. Ich meine, klar, er braucht einfach nur hingehen, irgendwie ein scheiß Minion aufs Board werfen und hoffen, dass es ein Flame Strike ist. Mortal Strike auf den. Okay. Was machen wir denn? Das sieht auch richtig nice aus, dieser Effekt. Was machen wir? Wir spielen den Maya Keeper auf jeden Fall. Earthshock auf den Gegner. Ah, ne, auf meinen eigenen. Darf nicht wahr sein. Was machen wir? Die Face einfach, oder? Nee, komm. Ich habe jetzt keinen Bock, dass hier er irgendeinen komischen Play bringt und der 6-6er überlebt und dann halt richtig fett traden kann. Das muss nicht sein. Okay, den können wir handeln, denke ich. Vorausgesetzt, hier passiert jetzt nichts Abgefahrenes. Der kriegt leider nur für jeden Enemy Minion, da haben wir gerade nicht ganz so viele. Oh, Echo of Medivh. Wie gut ist das denn, ey? YOLO. YOLO. So sorry, man. Ja, wenn wir das Duplikat haben, ist mir recht. Viel Spaß damit. Weil die bringen halt nichts, also. Können wir spielen, die sind auch viel zu teuer. Das ist der Edit Grizzly tot. Und ich habe nicht nochmal Unrest. Okay, das war ein Blessing of Kings. Was haben wir hier? If you have a beast transform this, haben wir ein Beast, der ist kein Beast und der ist auch kein Beast, haben wir kein Beast, schade.
Ich hab auch, ja, ich hätte eins auf der Hand, aber wir sollten uns vielleicht zunächst einmal um das gegnerische Board kümmern, habe ich das Gefühl. Ich meine, okay, wir können. Jetzt können wir ihn, denke ich, relativ gut bringen. Sacrifice Pact. Okay. Hat irgendwie gar nichts bewirkt. Ja, komm, wir killen den erstmal hier weg. Und dann machen wir das so. Und jetzt können wir mal noch schauen. Und mal, wir gehen hin. Bitte auf den Gegner. Nicht ganz. Aber es sieht eigentlich ganz okay gerade aus. Okay, ein Schimmer. Und Malch auf. Schimmer am besten, bitte. Ah, okay, auf meinen. Enzer. Hatte ich schon viele Diener mit Death Rattle? Ich glaube nicht. Von daher machen wir das auch nicht. Ja, jetzt die Frage, wie machen wir es am cleversten? Er wird keinen Drake haben, denke ich. Das heißt, da passiert eigentlich nichts. Schätze ich. Und wenn doch, dann ist es halt so. Oh doch, hat er was gehabt. Ist aber an für sich okay. Was habe ich denn hier noch zur Auswahl? Priestess of Elune. Ja, so, dann gehen wir hin. Traden erstmal hier weg. Traden ihn rein. In Safe. Legen ihn. YOLO. Okay. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Board kreiert. Da können wir ein bisschen was mitmachen. Was macht er jetzt? Hero in Chase? Ja, macht er. Aber das ist kein Problem, das kann er auf jeden Fall machen. Was machen wir? Wir machen. Ja, ich muss auf jeden Fall vorher noch hier ihn aufs Board bringen. Ich könnte auch ihn und noch irgendwas für 4 Mana machen. Aber für 4 Mana habe ich nichts mehr. Ich könnte dann noch mal Hero powern. War das denn jetzt? Wieso konnte ich nicht attacken? So eine Scheiße, Mann. Ich war doch auf den drauf. Warum hat der nicht attackt? Ich wollte doch eh den 4-4er da rein traden. Ja, natürlich. Ja, der macht eh nichts. Oder?
Ja, komm, so klar. Stellt er den, okay. Ach, ja, praktisch hier. Ja, müssen wir auf jeden Fall den als allererstes machen, weil ich will ja den Heal haben. Und natürlich, boah, was soll's. Wollen wir schon mal nichts traden. Das ist praktisch. Und überlebt. Wir legen den danach, wir legen erst diesen komischen und wir tacken. Frage 2 ist jetzt nicht so viel, der könnte halt tendenziell gebufft werden. Irgendwie nochmal ein Blessing of Kings. Nee. Das war ein Help auf jeden Fall. Nochmal Farsight. Ich mir jetzt die 2 rein. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja, richtig nerviges Brawl. Ich kenne keins, was schlimmer ist. Ja, Gegner hat Szenarios und Forgetten auf dem Torch. Natürlich auf meinen. Ich meine, das ist nur halb so dramatisch. Da kommen wir noch mit klar an für sich. Ja, jetzt die Frage, was machen wir? Können wir erstmal die beiden hier wegtraden. Ganz klare Sache. Können dann erstmal ihn hier nachlegen. Bestial auf ihn. Naja. Draw one card or heal the hero. Dann haben wir natürlich unseren Helden. Würde ich vorschlagen. Restore 5 health to ourselves. Und self control, jawohl. Besser geht's ja wohl nicht, ne? Besser geht das nicht. Weil ich glaube, jetzt kann er konzigen gleich. Night of the Wild. Holy Wrath. Ja. 3 auf sich selber. Perfekt. Taxi Ember Weaver. Gibt Shadow Step auf. Taxi Ember Weaver. Optimal. Oh mein Gott. Und Healing Touch auf mich. Thank you. Ach, total bescheuertes Score. Aber ich meine, die Idee ist auf jeden Fall richtig cool. Ist halt mal was ganz Neues auch und so, aber naja. Ihr habt es gesehen, eine halbe Stunde jetzt hier für dieses Score, um ein Pack zu kriegen. Ich bevorzuge da definitiv die Brawls, wo man dann halt einfach sich mit eigenem Skill ein Deck zusammenbastelt, was schon Cancer ist und wo man dann halt 5 Minuten das Pack hat. Aber ich meine, okay. Hat man auf jeden Fall ein bisschen länger was von dem Brawl und schon mal ins Pack. Vielleicht haben wir das Glück, wenigstens einen Goldener zu kriegen. Na, leider keine Goldene. Naja. Karten habe ich leider schon alle brauchbares von Earthen Ring Fassier und Fairy Dragon und sonst auch die Karten, die man in dem einen oder anderen Deck nochmal vielleicht momentan noch hat. Ja, wir gehen hin und dusten die Karten. Haben wir ja schon. Jo. Und damit sind wir für diese Woche durch mit dem Tavern Brawl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Tavern Brawl, wenn ihr es noch machen müsst, oder halt auch viel Glück
Kann man viel mehr wünschen, ja. Ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Euer Marc. Auf Wiedersehen.